Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir alle merken es, dass der AfD die Themen ausgehen. Angst vor Flüchtlingen schüren klappt gerade nicht so gut. Die Maßnahmen gegen Corona werden trotz aller Probleme und unterschiedlicher Ansätze von der ganz überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert. Umgekehrt hat aber kaum jemand noch irgendein Verständnis für Corona-Leugner, die in Verbindung zu Neonazis und der AfD stehen. Umso heftiger wird innerhalb der AfD weiter Krieg gegeneinander geführt. Ganze Fraktionen brechen auseinander, und die AfD-Landtagsfraktion mittendrin mit Spitzelvorwürfen, Ausschlusskampagnen und einer Schlammschlacht nach der anderen. Warum erwähne ich das zu Beginn dieser Aktuellen Stunde? Die AfD hat exakt dasselbe Thema schon im Juni ins Plenum gebracht. Wie arm an Themen kann man sein? Seither hat sich dazu doch substanziell doch gar nichts geändert, meine Damen und Herren. Wiederholungen bringen uns aber keinen Schritt weiter. Im Gegenteil, ich glaube, Sie leisten der hessischen Polizei, Herr Lambrou, einen Bärendienst, wenn Sie immer wieder versuchen, sich als oberster Ordnungshüter aufzuspielen. Wohl bemerkt, eine Partei, die Seit an Seit mit Rechtsterroristen, Neonazis und Corona-Leugnern agiert, eine Partei, aus deren Reihen immer wieder die Medien angegriffen werden und die eine unerträgliche Hetzstimmung im Land erzeugt. Trump lässt grüßen. Die AfD trägt nichts zur Sicherheit in unserem Land bei. Im Gegenteil, sie gefährden Menschen, nicht nur Migranten und Opfer rechter Gewalt, sondern sie gefährden mit ihren Anti-Corona-Demos die Gesundheit der eingesetzten Polizeikräfte bis hin zur Gefahr massenhafter Ansteckung. Dafür habe ich kein Verständnis. Wer Menschen gefährdet oder angreift, der muss vor dem Gesetz zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt für Gewalt gegen Polizeibeamte ebenso wie für überzogene Gewalt durch Polizeibeamte. Wie schon im Juni möchte ich zum Abschluss erneut Prof. Dr. Raphael Beer zitieren, der 15 Jahre lang selbst Polizist war und heute unter anderem an der Hamburger Polizeihochschule lehrt. Er sagte zur ständigen Debatte über Gewalt gegen Polizeibeamte, ich zitiere, das muss man etwas runterkochen und nüchtern betrachten. Gewalt habe nämlich laut Beer eben nicht so zugenommen, und ich zitiere, wie es die Politik behauptet, wie es auch Interessengruppen behaupten, die natürlich etwas davon haben, zu sagen, die Gewalt steigt. Und das ist eben immer eher ein Thema, Herr Lambrou, das ist eben immer eher ein Thema der konservativen politischen Kräfte. Das ist aber ein unkluger Ratgeber. Ich zitiere immer noch, Sie können nur nicht zuhören. Das können Sie kaum ertragen, sozusagen einen Wissenschaftler mal so, zuzuhören. Das können Sie nicht ertragen. Das tut Ihnen so weh. Ich zitiere aber zu Ende jetzt noch einmal. Das ist aber ein unkluger Ratgeber. Bitte schenken Sie dem Redner die nötige Aufmerksamkeit. Ich bin immer noch bei Herrn Prof. Beer. Das ist aber ein unkluger Ratgeber, immer nur darauf zu schauen, was man selbst davon hat, diese Gewaltspirale zu bedienen. Und Zitat Ende. Und genau das tun Sie, und genau das versuchen Sie heute wieder. Für diese Gewaltdebatte brauchen wir aber weder die Scharfmacher von rechts außen noch weitere Gesetzesverschärfungen.